Dieses Video zeigt die Themen rund um die Leitwegsteuerung in CBPay. In einem vorangegangenen Video hatte ich ja schon die Partner und die Prüfprofile gezeigt. Bei einem Partner kann ich auch das Clearing-Verfahren festlegen. So ein Verfahren ist nun im Prinzip nicht mehr, nicht weniger als die Zusammenstellung von verschiedenen Leitwegen. Wie hier zu sehen, werden die definierten Leitwege in dieser Reihenfolge abgearbeitet. So lässt sich das Clearing auf Transaktionsebene steuern und nach Zeit oder Kosten optimieren. Ich habe hier ein schönes Beispiel von einem Leitweg, der eilige Pain, also Transaktionen von einem Kunden, direkt an Target senden soll, bevor irgendetwas anderes passiert. Ich suche mir hier den Leitweg. Ja, in der Leitwegdefinition gibt es nun sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich beschränke mich hier mal auf das Wesentliche. Ich habe hier ein Kriterienset. In dem Fall auch hier eben beschränkt auf PAX 8, die ich dann schlussendlich direkt weiterleiten will. Und ich sehe hier, ich sende in diesem Leitweg Beträge, die mindestens 6.000 Euro betragen, direkt an ans Clearing. Das Erstellen von Leitwegen oder Ändern von Leitwegen setzt Fachwissen im Zahlungsverkehr voraus. Darüber hinaus ist das aber sehr intuitiv machbar. Und um die wesentlichen Funktionen mal zu zeigen, gehe ich in einen bestehenden Leitweg hier für die Abwicklung von Zahlungen in die USA mit einer Partnerbank. Natürlich kann ich einen Namen vergeben. Ein wesentlicher Punkt ist die Funktion Append. Wenn ich einzelne Transaktionen empfange, aber nur gesammelte Dateien weitergeben möchte, dann kann ich diese Sammlung von Einzeltransaktionen hier im Leitweg mit einem einfachen Klick vorgeben. Ich kann nach einem bestimmten Kalender arbeiten und habe dann verschiedene Möglichkeiten zur Zeit- und Mengensteuerung. Zum Beispiel kann ich sagen, dass der Leitweg nur eine bestimmte Zeit geöffnet sein soll und eben nur mit bestimmten Summen umgehen soll. Natürlich kann ich auch wählen, ob der Leitweg mit Freigabe oder eben automatisch arbeitet. Bei den Kriterien kann ich vorgeben, welche Formate bearbeitet werden, in dem Fall MT103, und habe hier eben wieder viel Filtermöglichkeiten, was die Bankverbindungen oder Beträge betrifft. Schließlich kann ich in der Folgebearbeitung noch wählen, ob eine Embargo-Prüfung stattfinden soll oder wenn sie stattfinden soll, eingeschränkt auf zum Beispiel Auslandszahlungen. Im Menü Clearing habe ich jetzt zwei der vier Unterpunkte besprochen. Die Rembourse-Tabellen, also der Umgang mit Gebühren im Clearing, werde ich hier jetzt nicht weiter behandeln. Wichtiger für das Verständnis ist noch das Menü Ausgabeziele. Ein Ausgabeziel kann man als technischen Endpunkt eines Leitwegs verstehen. Ich kann diese Ziele unabhängig vom Leitweg definieren, damit ein Ausgabeziel von unterschiedlichen Leitwegen genutzt werden kann. Die bekannten Clearing-Netze lassen sich hier auswählen oder es können individuelle Verbindungen konfiguriert werden. Die unterschiedlichen Bausteine lassen sich also flexibel zusammenfügen und verwalten.